In diesem Video erkläre ich euch ganz genau, wann der Bärenmarkt potenziell vorbei sein könnte und daraus resultierend auch, wann ich persönlich meine größten Investments in den Kryptomarkt mache, denn wir wollen ja möglichst den Tiefpunkt erwischen, um natürlich den optimalen Profit aus dem Markt rauszuholen. Zudem zeige ich euch auch noch meine Strategien, wie ich trotz dem Bärenmarkt profitieren kann und im Bärenmarkt auch Geld verdiene. Dazu wird es mehr in diesem Video gehen. Ich würde sagen, wenn es euch gefällt, drückt den Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal. Wir starten einmal direkt hier mit diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Krypto Deutschland. In diesem Video geht es einmal darum, wie ihr im Bärenmarkt auch profitieren könnt, denn ich habe drei Strategien, wie ich im Bärenmarkt den maximalen Profit raushole, um dann natürlich im nächsten Bullenmarkt noch viel, viel mehr Profit zu machen. Genau wie das funktioniert, wie ich meine Herangehensweise gestalte, werde ich euch ganz genau hier in diesem Video erklären. Deshalb müssen wir natürlich hier erstmal im Bitcoin-Chart starten, wo wir natürlich hier das Übel sehen. Wir befinden uns nämlich hier weiterhin in einem Downtrend. Vorab ist natürlich hier einmal wichtig zu erklären, wie verhält sich denn ein Bärenmarkt, wie läuft ein Bärenmarkt ab, wann können wir den Boden erwarten und bei welchem Preis können wir den Boden erwarten. Dafür können wir uns einfach mal den letzten Bärenmarkt anschauen, aber auch hier vorweggenommen, nur weil der letzte Bärenmarkt so aussah, wir hatten auch hier einen Corona-Crash mit drin und so weiter, ist es jetzt keine Garantie, dass der nächste Bärenmarkt ganz genau so aussieht oder dieser Bärenmarkt ganz genau so abläuft, aber es gibt auf jeden Fall hier Ähnlichkeiten und deshalb schauen wir uns hier einmal die zwei letzten Bärenmärkte an. Fangen wir einfach mal an mit dem Bärenmarkt von 2018. Und zwar sind wir auch hier ungefähr im November, Ende November, Anfang Dezember an das Top gekommen, was ja auch schon mal hier passt. Hier haben wir ja Anfang November ungefähr in derselben Zeit haben wir hier das Top erreicht und haben dann den sogenannten Krypto-Winter gesehen. Und der Bärenmarkt verläuft hier in einem glasklaren Trend nach unten. Und sobald dieser Trend durchbrochen ist, sehen wir erstmal wieder steigende Kurse und bilden hier natürlich relativ frühzeitig den Bärenmarktboden. Da können wir uns hier einfach mal ein gewisses Tool nehmen, und zwar das Daten- und Preisbereich-Tool. Hier setzen wir es einfach mal dran und dann sehen wir, dass wir hier 385 Tage gebraucht haben, um den absoluten Bärenmarktboden hier zu treffen. Das Ganze werden wir jetzt natürlich hier auch mal an die aktuelle Situation ransetzen und sehen, wir sind auch hier aktuell bei genau 385 Tagen, was natürlich nicht bedeuten muss, dass das jetzt der Boden ist. Es könnte natürlich der Boden sein, aber ich glaube auf jeden Fall, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten den Boden finden werden. Und von dem Boden natürlich geht es dann erstmal wieder weiter nach oben, aber auch im vorherigen Bärenmarkt hat es auch tendenziell ein bisschen länger gedauert, bis wir den Boden gefunden haben. Wir haben den Boden nämlich einmal nochmal geretestet, aber auch hier um die 420 Tage. Das heißt, wir sind jetzt noch nicht lang überfällig, aber wir sind auf jeden Fall in Bodennähe, so viel kann man sagen. Wenn man sich jetzt hier mal die durchschnittlichen Bewegungen anschaut, könnte der Boden hier circa bei 12.000 Dollar liegen, was auf jeden Fall eine solide Area für den Boden ist. Und auch hier im Bärenmarkt von 2014 war es dann so, wir sind auch erstmal ein bisschen hier unten konsolidiert. Auch hier sind wir unten ein bisschen konsolidiert, was natürlich für uns dann die absolut perfekte Einkaufsmöglichkeit bietet. Das heißt zusammengefasst, aus der Analyse der letzten beiden Bärenmärkte können wir schließen, dass wir hier auf jeden Fall relativ nah am Boden sind, denn der Bärenmarkt läuft quasi wie folgt ab. Wir sehen eine starke Abwärtsbewegung, konsolidieren dann und gehen dann weiter nach oben, und hier unten haben wir natürlich dann logischerweise den Boden geformt. Und wenn wir hier uns einfach mal das Trendwerkzeug zur Hilfe nehmen, können wir auch hier einfach darauf warten, bis wir hier diesen Abwärtstrend durchbrochen haben. Aber wir können hier definitiv feststellen, dass der Boden nicht mehr allzu weit entfernt ist. Das heißt, was ich jetzt mache, ich investiere jetzt schon langsam wieder in Kryptowährungen und so weiter und so fort. Ich habe auch letztens für einen großen Betrag wieder Ethereum nachgekauft. Das Ganze teile ich natürlich ganz transparent mit euch in meiner Signalgruppe. Link dazu findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr nämlich nicht nur meine Käufe sehen, sondern auch meine Trades 1:1 kopieren und davon natürlich profitieren. Zudem natürlich auch ein wichtiger Indikator ist, dass wir von hier oben einmal schauen, wie viel haben wir denn bisher prozentual verloren. Sind das aktuell 77,7% circa. In vorherigen Bärenmärkten haben wir hier teilweise über 84% verloren. Das heißt auch hier potenzieller Bärenmarktboden, wenn wir mal von 82,5% ausgehen, wären hier genau die 12.000 Dollar. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir hier im Bärenmarkt von 2014 bis zum Boden 86 bzw. 87% verloren haben, dass immer ein bisschen weniger wird. Das heißt hier, mein persönliches Ziel für den Bitcoin-Boden sind 12.000 Dollar und dort steigen dann auch meine größten Positionen in den Markt ein. Wie können wir denn jetzt trotz eines Bärenmarktes aus dem Markt Profit rausholen? Dafür gibt es drei Optionen.
Die erste Option liegt eigentlich auf der Hand. Wir traden, und traden bedeutet, dass wir auch natürlich hier mit fallenden Kursen profitieren können. Wenn ihr meine Trades kopieren wollt, nutzt den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr nämlich meine Trades einfach kopieren. Aber das ist die simpelste Möglichkeit, dass man hier folgende Strategie fährt. Wir traden, machen aus den Trades natürlich Gewinne und diese hauen wir dann wieder in den Markt rein zu günstigen Konditionen. Und da kommen wir auch zum zweiten Punkt. Ich bin fest davon überzeugt, dass Bitcoin, Ethereum und generell die Kryptowährungen wieder in einen erneuten Bullrun reinkommen werden und dass wir uns jetzt ungefähr am Boden befinden. Dann ist natürlich schlau zu sagen, ich kaufe jetzt bei den günstigsten Preisen, bei beispielsweise $16,000 bei Bitcoin, kaufe ich jetzt einfach viele Bitcoins, viel Ethereum, was ich auch gemacht habe, mit euch in meiner Signalgruppe immer ganz transparent teile, und davon profitiere ich dann langfristig. Das heißt, jetzt ist auch eine gute Zeit, um in den Markt einzusteigen in meinen Augen, denn wenn wir jetzt günstig kaufen, können wir im Nachhinein teuer verkaufen. Zudem, wenn wir uns hier einmal die Krypto-Heatmap anschauen, jetzt beispielsweise mal auf einen Monat begrenzt, gibt es hier eine Übersicht über viele Coins. Und hier sieht man, ja, der Großteil des Marktes ist ein Minus. Man sieht hier aber ein paar grüne Coins herausstechen, mit denen man hätte Gewinn machen können. Was sind das denn für Coins? Das sind an sich nur Lucky Shots, wenn ich so einen Coin treffe. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, in Projekte zu investieren, bevor diese überhaupt launchen und dann vom Anfangspump natürlich zu profitieren. Ich hatte euch ja bereits vor 2 oder 3 Monaten ein Projekt vorgestellt, von dem ich persönlich sehr überzeugt bin. Das ist eine Firma aus der Schweiz, nennt sich WeSendIt, seit über 10 Jahren am Markt, geht jetzt hier langsam in den Crypto-Space rein, was sehr, sehr nice ist. Und dort habe ich auch damals schon am Pre-Sale teilgenommen und das mit euch transparent hier auf YouTube geteilt. Und jetzt wurde angekündigt, am 1.12.2022 wird jetzt der Public Sale starten. Und das sind dann beispielsweise auch Projekte, wo man in meinen Augen auch relativ gut von profitieren kann. Natürlich gibt es da auch nie eine Garantie für. Die meisten Projekte, die gelauncht werden, pumpen natürlich am Anfang extrem krass. Und wenn man natürlich unten gekauft hat und nach dem krassen Pump verkauft, kann man damit natürlich auch wunderbar Geld verdienen. Zudem fand ja auch bereits am 5. November hier von WeSendIt der erste Presale statt. Und jetzt haltet euch fest, hier wurden innerhalb von 30 Minuten 37,5 Millionen Tokens verkauft zu einem Preis von 3,2 Cent, was insgesamt $1,2 Millionen ergibt, was hier alleine in den Presale reingekommen ist. Man sieht auf jeden Fall, wenn man sich hier einmal das Twitter von WeSendIt anschaut und auch die Telegram-Gruppe, Links dazu findet ihr auch übrigens unten in der Videobeschreibung. Dort sieht man auch, hier sind bereits über 66.000 Follower vorhanden, was auf jeden Fall für einen Projektlaunch eine Riesenmenge ist. Ich habe schon bei vielen Projektlaunches teilgenommen, aber das ist auf jeden Fall eine große, große Menge. Und am 5. November, wo der Presale stattfand, konnten 1.000 Investoren gar nicht mehr investieren, weil die ganzen Tokens schon ausverkauft waren. Das heißt, dieses Projekt hat auf jeden Fall eine sehr hohe Nachfrage. Und ihr wisst, was passiert, wenn ein Projekt eine sehr hohe Nachfrage hat. Natürlich, es geht in der Regel nach oben. Natürlich gibt es für sowas nie eine Garantie. Es sieht hier aber auf jeden Fall sehr gut aus. Ich bin selber hier in dieses Projekt investiert. Und das ist hier auch mal ein Beispielprojekt, wie man auch im Bärenmarkt Geld verdienen kann. Solche Projekte investiere ich dann auch gerne. Es launchen ja sehr, sehr viele Projekte. Monatlich launchen mehrere Projekte. Und das sind dann auch Projekte, die ich dann auf Twitter raussuche oder auf Discord raussuche, dort Geld rein investiere und in der Regel davon profitiere. Deshalb freue ich mich auf jeden Fall hier auf den Token-Launch am 1.12. Wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich bin mal gespannt, wie hoch der Coin pumpt. Wie gesagt, er wird bei 3,2 Cent gelistet. Aber weil eine so hohe Nachfrage besteht, bin ich mal gespannt, wie hoch dieser Token geht. Ich kann das ja dann auch nochmal in einem Update-Video vor euch erwähnen. Hier auf der WeSendIt-Webseite ist auch ganz genau erklärt, wie man über PancakeSwap hier die Tokens holt. Und solche Projekte, die gerade erst neu an den Markt rankommen, haben dann natürlich dann immer ein Riesenpotenzial. Und deshalb ist das auch dann die dritte Möglichkeit, wie man im Bärenmarkt Geld verdienen kann. Ansonsten, wie gesagt, das Wichtigste, einfach Bitcoin tief kaufen und hoch verkaufen. Ist leichter gesagt als getan. Ich weiß, aber die meisten Leute machen eben den Fehler und steigen viel zu hoch ein. Und jetzt mache ich halt einfach die Dollar-Cost-Average-Strategie und kaufe mich hier Step by Step weiter in den Markt ein, bis mein gesamtes Trading-Kapital bzw. mein gesamtes Portfolio wieder komplett in den Markt integriert ist. Wenn ihr meinen Schritten folgen wollt, wie ich genau im Markt vorgehe, dann klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kommt ihr zu meiner Signalgruppe, wo ihr nicht nur mein Portfolio übernehmen könnt, sondern auch meine Trades. Außerdem Projekte, wo ihr WeSendIt, kann ich euch gerne auch mal öfter vorstellen. Projekte, in denen ich viel Potenzial sehe. Auch zu WeSendIt findet ihr die Links unten in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, Leute, das war es soweit von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, drückt den Daumen nach oben und dann sehen wir uns. Und bis dann und ciao.